Willkommen zu einer neuen Folge. The Elder Scrolls hier, Oblivion. Wir sind mitten im Oblivion. Und müssen irgend so ein Tor schließen. Und das sieht ja schon gruselig aus, ne? Muss man ja mal hier sagen. Ist das jetzt so ein Gift? Ist das ein Debuff? Okay, ist nur so ein Debuff. Pow. Ach, guck mal, die schlagen da rein. Was es nicht für seltsame Pflanzen gibt hier. Okay, also er hat gesagt, wir sind irgendwie... Zum großen Turm müssen wir. Ich würde mal sagen, das ist der Eingang zum großen Tor. Wie es beschrieben wurde. Das ist ein großer Turm. Deswegen würde doch passen. Dietrischer Pfeil. Okay. Dann mach ich noch da rein da. Essenzen. Was bringt das? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwo Fallen sind, wieder so enge Gänge und so. Das schreit nach Falle. Freund oder Feind? Das ist die Frage. Die Seiten gucken. Was ist das? Blutbrunnen. Okay, das hat nichts gebracht. Trimora-Streitkolben. Ja, aber 43 Gewicht, ne? Ich weiß gar nicht, wo müssen wir denn hin? Hier ist auch noch irgendwas. Das Blutfest. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ganz nach oben müssen. Deswegen, das klingt hier schon nach einem guten Geschenk der Flamme. Das ist jetzt wohl nicht wahr. Ein Punkt für 10 Sekunden Anschlag. Den kann er behalten. Okay, sieht auch nicht aus wie... Hier geht's hoch.
meine. So. Oh, guck mal, da wurde einer aufgespießt. Weil er so freundlich war. Da sind Knochen drin. Da ist gar nichts drin. Das sind Bänke. Tor zur Ebene von Oblivion. Einen Schlüssel. Gucken wir mal, wo das hinführt. Brauchen wir auch einen Schlüssel. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dahin. Ach, wir sind auf so einer Brücke. Schon gruselig, das Ganze hier. Im Käfig, hier drüben. Wie wär's, wenn ich erstmal hier halt Remora Streik komme, okay. Schnell, schnell, keine Zeit. Ihr müsst den großen Turm hinauf. Man nennt ihn den Sigilburgfried. Damit wird das Oblivion-Tor offen gehalten. Findet den Siegelstein, entfernt ihn und das Oblivion-Tor wird sich schließen. Schnell! Der Wächter hat den Schlüssel. Ihr müsst den Schlüssel holen. Dann kann ich das hier nicht irgendwie öffnen? Gibt es keinen Hebel, um das aufzumachen oder so? Vielleicht wird er ja auch rausteleportiert, wenn wir das einfach so. Wer weiß. Gucken wir mal hier. Gut, also mal weiter nach oben. Einmal schön durch die Kauleiste durch. Das Blutfest, aha. Bin ich jetzt hier falsch? Hätten wir wahrscheinlich anderes rumgehen müssen. Also diesen Durchgang.
Ganz zum Glück hat er die Falle hier schon mal ausgelöst. Zinngabel. Geblieben. Das ist es nicht wert, aber wo jetzt 300 Dings gibt, ne? Also 300 Gold. Ist es eigentlich nicht wert. Hängeballert. Zum Glück ist unser Schleichskill schon so hoch. Das ist natürlich semi-optimal, dass der jetzt da schon runtergefallen ist. Schleichen hat sich verbessert. Das heißt, hier sind irgendwelche Gegner. Nehmen wir mal den. Als Beispiel. Der nicht treffbar war. Der einzige sein, oder? Ist das jetzt noch nicht wahr? Okay, es gibt hier so zwei solche Beutel. Was da auch alles an der Sachen drin sind, ne? Da oben ist so eine Kugel. Oder ist das so ein Brunnen gewesen, oder? Ja, nee, auch noch so wie so ein Beutel. Oh, guck hier, das ist bestimmt so gut, die wir legen sollen, die er meinte. Siegelstein entfernen. Und jetzt?
Okay. Ich habe das Tor geschlossen, indem ich den Siegelstein, der das Tor innerhalb Oblivions verankert, gestohlen habe. Sollte Saflian Matthäus mitteilen, dass der Weg nach Quatsch hinein nun offen steht. Warum er das jetzt zweimal gezeigt hat, verstehe ich auch nicht. Geschlossen? Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Das ist unsere Chance zum Gegenangriff. Ich möchte, dass ihr mitkommt. Ihr habt viel mehr Kampferfahrung als diese Männer. Könnt ihr nun zu uns stoßen? Ich kann warten, aber nicht lange. Wir müssen schnell sein, bevor sie eine Chance haben, das Stadttor zu verbarrikadieren. Für Quatsch! Genau. Vielleicht nochmal vorheilen. So. Dann mal rein dahin. Ich habe die zerstörte Stadt Quatsch mit Saflian Matthäus und seinen Männern betreten. Wir müssen den südlichen Platz säubern, bevor die Überlebenden in der Kapelle gerettet werden können. Okay, Doki. Was sind das für Dinos hier? Wo ist denn mein Bogen hin? Okay. Nicht toll. Und ich werde mich so verbauen. Ich habe Saflian Matthäus bei der Rückeroberung der südlichen Platzes geholfen. Ich sollte unseren nächsten Schritt besprechen. Oder nur meine Pfeile wieder haben. Wenn wir diese Sache lebend überstehen. Wir haben die Schweine ausgelöscht. Jetzt können die Leute die Kapelle ohne Gefahr verlassen. Lasst uns nachsehen, ob es ihnen gut geht. Los jetzt. Dies ist nur der Anfang der Schlacht um Quatsch. Wir können die nächste Phase besprechen, sobald die Zivilisten in Sicherheit sind. Okay, aber so wie ihr da seid, froh seid, wird es nichts. Nur so als Tipp. Ja, mit wem reden wir denn jetzt? Mit ihm? Ich habe gehört, wie ihr geholfen habt, die Dedra zurückzuschlagen. Gute Arbeit. Der Kaiser ist tot. Wer seid ihr? Was wollt ihr wirklich von mir? Ja, ich bin ein Priester. Braucht ihr einen Priester? Ich glaube nicht, dass ich euch viel helfen kann. Ich habe momentan Probleme, die Götter zu verstehen. Wenn all dies ein göttlicher Plan ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit etwas zu tun haben will. Welcher Plan? Über was sprecht ihr? Ich habe während dieser furchtbaren Nacht zu Akatosh gebetet, aber es kam keine Hilfe. Nur noch mehr, Dedra. Wie könnt ihr etwas wissen, das mir dabei hilft, einen Sinn in all dem zu sehen? Kaiser Uriel Septim? Ihr denkt, der Kaiser sei mein Vater? Nein, ihr müsst den falschen Mann gefunden haben. Ich bin ein Priester Akatoshs. Mein Vater war ein Bauer. Eine ganze Stadt wurde zerstört, um meiner habhaft zu werden. Warum? Weil ich der Sohn des Kaisers bin? Ich weiß nicht. Es klingt merkwürdig. Ich denke, dass ihr gar die Wahrheit sprechen könnt. Was bedeutet dies? Was wollt ihr von mir? Die Leute sagen, ihr hättet das Oblivion-Tor zerstört. Ihr habt ihnen Hoffnung gegeben. Ihr habt ihnen geholfen, die Dedra zurückzuschlagen. Ja, ich werde mit euch zur Vaynon-Priorei gehen und mir anhören, was Joffrey zu sagen hat. Geht voran.
Jetzt schon? Dann könnten wir die... Welche Quest haben wir denn jetzt eigentlich gerade aktiv? Ich bin jetzt so verwirrt. Okay, ich weiß jetzt nicht, welche Quest ich machen soll. Ob ich jetzt Quatsch befreien soll von Dings. Oder ob wir Martin erstmal zur... Ich glaube, wir bringen ihn erstmal in Sicherheit. Ja, wir bringen ihn in Sicherheit. Und wenn er dann bei Joffrey war... Was ist denn da los? Was geht hier vor? Kämpf! Ich fürchte den Tod nicht. Wow, das wird fantastisch. Oh, nicht den da. Nein, wir werden uns verändern. Wisst ihr was? Wir gehen erstmal rein. Das sollte die ganze Situation entspannen. Oder gehen wir raus? Beim Blut der Götter. Sie kamen aus dem Nichts. Habt ihr den Großmeister Joffrey gesehen? Wir sollten in der Kapelle nachsehen. Los jetzt. Okay. Die kämpfen ja schon wieder. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich nehme den da rechts. Mein Blut im Kaiserreich. Doch mehr von ihnen sein. Ich denke, dass wir Joffrey sofort auf... Ich bin da... Was haben die Ihr alle? Ihr seid zurück? Talos sei Dank. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Ich betete in der Kapelle, als ich Prior Marborell schreien hörte. Ich hatte gerade genug Zeit, um mich zu bewaffnen. Das Amulett der Könige. Ich fürchte, dass der Angriff dem Amulett galt. Ich habe es in einem geheimen Raum im Haus Venon aufbewahrt. Wir müssen nachsehen, ob es in Sicherheit ist. Wir gehen zusammen, aber ich befürchte das Schlimmste. Was stört ihr mich? Geht weg. Denkt ihr, dass dort noch weitere Mörder... Ich bin dabei. Ich verstehe das Problem von ihm nicht. Ich fürchte, der Feind ist wegen des Amuletts. Warum greift er mal wieder das Pferd an, der Dummkopf? Ach, guck mal, hier war der Raum. Der Feind hat das Amulett der Könige aus seinem Versteck in der Venom-Brauerei gestohlen. Ich sollte das Joffrey mitteilen. Ach guck mal, hier liegen nur unsere anderen Sachen. Das Amulett. Ist es in Sicherheit? Ich hätte wissen müssen, dass sie es finden konnten. Vor einem Fürsten der Daedra bleibt nur wenig verborgen. Ich habe den Feind unterschätzt. Das wird nie wieder geschehen. Was ist mit eurer Mission in Quatsch? Also hat sich nicht alles gegen uns gewendet. Dank sei Talos. Wir haben Uriels Erbe gewonnen und das Amulett der Könige verloren. Martin kann hier nicht bleiben. Wir haben sie zurückgedrängt, aber sie werden wiederkommen, sobald sie erfahren, dass Martin überlebt hat. Und das werden sie. Bei den Kräften, die sie gegen uns massieren, ist es nirgendwo wirklich sicher.
Aber wir müssen wenigstens auf Zeit spielen. Der Wolkenherrscher-Tempel, glaube ich. Die verborgene Festung der Klingen in den Bergen nahe Brumar. Es kann auch mit nur wenigen Männern gegen eine ganze Armee verteidigt werden. Wir sollten sofort aufbrechen. Okay. Der Wolkenherrscher-Tempel, er liegt hoch in den Bergen in der Nähe von... Wir sollten uns besser auf den Weg machen. Ich werde nicht eher ruhen. Muss ich jetzt auch noch hin? Okay, ich kann ja sogar schneller was hin machen. Ja komm, wir gehen dahin, um uns zu überzeugen. Aber wir machen auch bis dahin einen Cut, wenn es euch gefallen hat, doch das Abo lassen und schaltet in die nächste Folge ein. Bis denn!